Hallo zu einer neuen Folge von Reptil TV. Hier mein hübsches Intro-Tierchen heute ist so ein Schwarzleguan Stenosaurus similis, was ich ganz toll und interessant finde. Früher gab es die, massig wurden die mit importiert bei den grünen Leguan, kamen die aus Mittelamerika. Damals waren es im Prinzip immer Wildfänge, die da, wie gesagt, in Massen und billig in die Terrarianerwelt kamen. Mittlerweile kriegt man gar keine Importe mehr, was ja auch gut ist, wenn es Wildfänge waren. Die werden aber mittlerweile gezüchtet. Preislich hat sich das natürlich nach oben hin niedergeschlagen. Sie sind einige Euro teurer, aber absolut schönes Tier. Das ist jetzt so ein junges Männchen. Hübsche Bänderzeichnung. Als Baby sind die ja richtig grün, ne? Und dann färben sie um, werden so dunkel. Irgendwann werden sie fast schwarz. Wenn man die regelmäßig hantiert, werden sie schön brav, kriegen den hübschen, typischen Leguan-Kamm. Also wirklich hübsche, schöne Tierchen. Wie gesagt, jetzt jahrelang eigentlich fast nimmer in der Terraristik erhältlich, weil die Tiere aus Mittelamerika gefehlt haben. Und jetzt als hübsche Nachzuchten wieder schön erhältlich. Den wollte ich euch heute zeigen. Aber das eigentliche Thema ist natürlich ein anderes. Das Thema von heute seht ihr hier auf meiner Hand. Ich habe hier einen hübschen Netzpython, einen Tiger Retic von der Farbe her. Das soll unser heutiges Thema sein. Der Netzpython, lateinisch Procamerus reticulatus, ist die längste Riesenschlange, die wir haben. Wird bis 8-9 Meter lang, also nachweislich ja nie eine gefunden, die über 10 Meter war. Aber so gute 8 Meter sind wohl die Rekorde, wo es gibt. Also somit die längste Riesenschlange, die es gibt, ne? Die Anaconda, die ja auch immer in den Bereich die größte fällt, ist vom Körperbau her schwerer, massiger, aber der Netzpython ist länger, ne? Somit die längste Riesenschlange der Welt. Entsprechend alt werden die Tiere, 25 bis 30 Jahre, wie gesagt, entsprechend groß, also Durchschnittsgröße würde ich mal sagen von dem Netzpython ist so 4 bis 5 Meter. Wie gesagt, relativ schlank vom Körperbau, schlanker wie jetzt ein Tigerpython mit 4-5 Meter, aber trotzdem natürlich ein stattliches Tier. Das heißt, die Folge heute ist entweder was zum einfach nur anschauen und sich über die schönen Tiere freuen, oder aber ihr habt wirklich einen großen Kellerraum, großen Hobbyraum und könnt den Tieren so ein 3-4 Meter Terrarium bieten, dann ist natürlich eine super Schlange auch für die Terraristik. Nochmal zum schönen Namen dieser Tiere. Früher hieß er ja Python reticulatus. 2006 wurde er vom Ray Hauser zu Procamerus reticulatus umbenannt. Der Ray Hauser hat damals erkannt, dass der Netzpython und der Timopython nicht in die Gruppe Python gehören, nicht nah genug mit den anderen Pythons wie Python regius etc. verwandt sind. Deswegen hat er sie umbenannt in Procamerus, also hat mir diese Ehre erwiesen, dass er den Namen gegeben hat. Aktuell ist es so, oder was ja aktuell seither ist es so, dass sich Leute wahnsinnig darüber aufregen, wie kann denn diese tolle Wahnsinnsschlange nach dem Brockhammer, nach einem dämlichen Reptilienhändler benannt sein. Ne? Das liegt einigen Leuten, also sei es jetzt Wissenschaftlern bzw. Terrarianern, einigen liegt es wahnsinnig auf dem Herzen seit vielen Jahren. Die ärgern sich wahnsinnig drüber. Dazu kommt noch, dass der Ray Hauser auch kein Wissenschaftler selber ist. Er hat zwar viele wissenschaftliche Dinge gemacht über Reptilien, ist in Australien in dem Bereich auch wirklich gut, hat auch viel mit australischen Schlangen untersucht und festgestellt. Aber von Hauptberuf ist er halt leider Taxifahrer. Er ist auch ein bisschen ein Exzentriker, ganz spezieller Typ. Und das passt halt vielen Leuten nicht. Jetzt wird aktuell probiert, den Namen wieder zu ändern. Jetzt wurde er als Malayopython neu, wie soll man sagen, umbenannt, ne, was eigentlich wissenschaftlich gar nicht geht, wenn der einmal Procamerus heißt und es richtig war, dass es richtig ist, wurde übrigens 2008 von Rawlings und zwei anderen britischen Biologen bestätigt über DNA-Analyse, also die haben 2008 nochmal bestätigt, dass das, was der Hauser 2006 gemacht hat, gut war. Deswegen muss der Procamerus heißen, muss es auch so bleiben. Ich hoffe, dass es so bleibt, ich bin natürlich stolz drauf. Und klar, ich ärgere mich manchmal, wenn da immer wieder dagegen torpediert wird, aber damit muss ich wohl leben.
Von dieser langen Namensstory jetzt der Sprung zum Verbreitungsgebiet. Das Verbreitungsgebiet ist so riesig wie die Story, die ich gerade erzählt habe. Der Netzpython kommt über den ganzen südostasiatischen Raum, leben die Tiere. Das fängt an in Indien, also an der Grenze zu Pakistan schon im Osten, bis ganz runter die ganzen südostasiatischen Inseln, Indonesien, dann die malaiische Halbinsel, bis im Westen, also bis rüber Richtung China, haben die ein wirklich riesiges Verbreitungsgebiet. Interessant dabei ist auch, dass die teilen sich das Verbreitungsgebiet in vielen Teilen mit dem Tigerpython, wobei der Netzpython, wie gesagt, einige Teile oder einige Gebiete überschneiden sich. Einige Gebiete gibt es nur den Netzpython. Also scheinbar scheint er noch anpassungsfähiger zu sein wie ein Tigerpython. Mich würde es mal interessieren, was macht es aus? Wieso gibt es Gebiete, da leben Netzpython, aber keine Tigerpython und andere Gebiete wieder, wo Tigerpython und Netzpython gemeinsam vorkommen. Wäre wirklich mal interessant zu wissen, aus welchem Grund. Also er scheint wirklich ein absoluter Anpassungskünstler zu sein, um so ein riesiges Gebiet zu besetzen. Kommen wir zur Haltung. Gerade schon angesprochen, es werden riesige Viecher, aber auch die fangen erstmal klein an. Das heißt, am Anfang ein Aufzuchtterrarium, vielleicht so ein Meterterrarium ist ganz okay. Wichtig, absolut tropische Tiere, die wollen es warm, hohe Luftfeuchtigkeit. Das heißt, am Tag ca. 30 Grad Wärme, 30 bis 31, 32 im gesamten Terrarium. Ne? Also das ist immer mein alter Spruch, nicht punktuell so ein Wärmeplätzchen mit 30 Grad schaffen, sondern in dem Terrarium, die Luft sollte 30, 31 Grad haben. Nachts kühlt das Ganze ab auf 24, 25, 26. Also auch nachts muss das Terrarium beheizt sein, das ist wirklich tropisches Klima. Schaut, dass er eine anständige Luftfeuchtigkeit reinkriegt über natürlich Wasserbecken, vielleicht feuchtes Substrat, Moos reinmachen, feuchte Versteckplätze mit Moos. Also die Tiere wollen 50, 60, 70, 80% Luftfeuchtigkeit, schwer zu schaffen im Wohnraum, aber so hoch wie möglich halt. Dann fühlen die Tiere sich wohl. Der Netzpython ist eher ein Bodenbewohner, wobei sie auch recht gut klettern. Man sieht es ja an dem schlanken Körper. Also definitiv schöne Klettermöglichkeiten dem Tier reinmachen, dass er auch sich in eine Astgabel legen kann oder irgendwelche Ablagen reinmachen ins Terrarium. Generell noch als Faustformel, der Staat schreibt uns ja vor, wie groß das Terrarium sein muss. Die Haltungsrichtlinien für den Netzpython sind 0,7 mal 0,5 mal 0,5 Körperlänge. Das heißt, wenn ihr ein Tier habt mit 1,30 Meter, muss es 0,7 mal Körperlänge breit sein, 0,5 lang, also sprich bei 1,30 Meter wären es 65 und genauso hoch. Ne? Also haltet euch an diese Haltungsrichtlinien und wie gesagt, ganz wichtig, das tropische Klima. Ein ganz wichtiger Punkt bei den Netzpythern, auf mich machen sie einen unheimlich intelligenten Eindruck. Ne? Also die sind richtig wachsam, wenn man die im Terrarium hat, die gucken auch immer, man merkt, die realisieren alles um sich rum und sind auch untereinander unheimlich, wie soll man sagen, sozial beziehungsweise eben nicht sozial. Ihr dürft auf keinen Fall mehrere Männchen zusammenhalten. Also es gibt, glaube ich, kaum oder für mich zumindest, es gibt definitiv keine Riesenschlange und wahrscheinlich kaum eine andere Schlange, die untereinander so interagiert wie die Netzpython. Habe ich da zwei Männchen im Terrarium, die Männchen verjagen sich gegenseitig. Die gehen hin, beißen sich laufend in den Schwanz rein, jagen wirklich den störenden Mann quer durchs Terrarium, beziehungsweise wollen den wegjagen, aber im Terrarium kann er nirgends hin. Also ganz wichtiger Punkt, dass ihr da nicht mehrere Männer zusammenhaltet. Die Weiber untereinander sind recht verträglich. Ein Mann dazu funktioniert auch. Wobei selbst dann in der Paarungszeit ganz schöne, sage ich mal, Action abgehen kann da drin. Also es sind, aus meiner Sicht haben die eine unheimlich hohe Entwicklung schon, was das Sozialverhalten untereinander angeht. Kommen wir zum Handling von den Tieren. Hier so einen kleinen Ambon, also Ambon ist eine Insel auf den Molukken, Indonesien. Diese Ambon gelten als kleiner bleibend, den hier nur
damit ich hier ein bisschen was in den Händen habe, beziehungsweise euch ein hübsches Tierchen zeigen kann. Aber es geht ums Handling. Netzpythons, wenn man sie so von klein auf hat, sind die schon relativ brav. Das Ganze ist relativ, ich würde sagen, der Netzpython ist im Gegensatz zu einem Königspython oder Tigerpython oder Boa Constrictor nicht ganz so, ich drücke es mal mit idiotensicher aus. Die können, man kann die schön zahm kriegen, man kann sie hantieren, ohne dass sie einen beißen oder ohne dass man hier irgendwelche Hilfsmittel braucht. Sie können aber auch ganz schön zickig sein und auch relativ, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen unberechenbar, aber relativ launisch. Also das kann umschlagen, man kann die hantieren, alles bestens, alles super und plötzlich passt dem doch was nicht und er beißt halt. Wie gesagt, ich halte die Netzpythons für relativ intelligent. Vielleicht hat es auch mit dieser Intelligenz zu tun, dass die irgendwann mal sagen, jetzt geht's mir doch auf den Geist und fangen dann das Beißen an. Keine Ahnung, an was das liegt. Für mich so eine bleibende Erinnerung ist immer, ich hatte früher als Kundin hatte ich so eine Schlangentänzerin, die hat sich da immer, hat irgendwelche Auftritte, irgend so ein hübsches Mädel, die da wegen rumgetanzt hat mit Schlangen und die wollte immer Netzpython haben und dann habe ich ihr irgendwann mal einen besorgt und die war voll happy an dem Netzpython und irgendwann mal während des Auftritts hat sich der Netzpython an ihren Kleidchen, das sie da anhat, irgend so ein Flatterkleidchen hat sich da drin halt verbissen und die konnte mit dem verbissenen Netzpython von der Bühne abzischen. Das ist so wegen das Typische für Netzpython. Der eignet sich einfach nicht für solche Kapriolen und der eignet sich auch nicht zu einem kleinen Kind in die Hand drücken oder irgendjemand Unbedarftem oder mal bei einem großen Tier. Würde ich schon immer schauen, dass der Kopf auch nicht unbedingt in der Nähe meines Gesichts ist und der da blöd reinbeißt. Also deswegen. Schöne Tiere, ruhige Tiere, aber beim Handling definitiv aufpassen. Und das Ganze tut natürlich auch weh, weil die wirklich echt lange Zähne haben. Also von ihrer Beute aus ernähren sich auch von Vögeln, Nagetiere. Die brauchen auch lange Zähne, um die Beute festzuhalten. Also es tut dann wirklich weh, wenn die beißen. Kommen wir zum Thema Fütterung. So ein großer Kerl hier, der frisst natürlich große Tiere, da ist natürlich geschickt, wenn man Hasen hat. Hasen, Kaninchen, Meerschweinchen vielleicht allenfalls, was man denen verfüttern kann. Man füttert, je nachdem, das hier ist ein großer Mann, das seht ihr, der ist auch relativ schlank. Der kriegt alle 4, 6, 8 Wochen vielleicht mal so einen Hasen oder zwei. Als Weibchen muss man sie wirklich viel füttern. Das heißt, ich muss auch einem Weibchen fast wöchentlich Futter reinschmeißen, wenn ich damit züchten will. Ne? Und das Gleiche gilt auch für Jungtiere. Ich fütter die Jungtiere wöchentlich, wie auch die anderen Riesenschlangen oder wie wir es immer bei anderen Riesenschlangen besprechen. Einmal die Woche ein Futtertier rein, im Wachstum definitiv der richtige Fütterungsintervall. Und wenn es ein Einzeltier bleibt, ihr nicht damit züchtet, egal Männchen oder Weibchen, dann könnt ihr den Intervall langsam größer machen auf 2, 3, 4, 5 Wochen. Wie gesagt, lediglich, wenn ihr nicht züchtet. Wenn ihr züchtet, dann kräftig weiterfüttern. Das Wasserbecken natürlich auch, immer frisches Wasser drin. Zum einen, dass sie daraus trinken können und zum anderen, weil die Netzpythons wirklich auch gern mal ins Wasser liegen. Gerade im Winter, trockene Jahreszeit. Sehen wir auch an dem hier, der hat noch ein paar Hautreste drauf. Da ist wirklich gut, großes Wasserbecken, liegen sie gern rein. Ich glaube, dass sie auch in der Natur sich recht oft im Wasser aufhalten. Und dann habt ihr das Tier perfekt versorgt. Wie gerade angesprochen, die Netzpythons, die haben zum einen ordentlich großen Kopf, wie ihr hier seht, und auch ein ordentliches Gebiss. Ich probiere mal dem Small Bang aufzumachen, dass wir sehen können. Generell bin ich kein Freund von den Tieren, so sensationsheischend das Maul irgendwie aufzumachen, die Zähne zu zeigen. Möchte es in dem Fall einfach mal tun, weil ich das jetzt schon angesprochen hatte und die schon wirklich ein beachtliches Gebiss haben. Alles, was man in der Terraristik züchten, ist mittlerweile oder gibt es mittlerweile natürlich auch in diversen Farbmorphen. Wir haben gerade einen schönen Citrus-Albino gesehen, das große Tier, was ich gerade eben auf der Hand hatte. Das hier ist ein völlig wildfarbener, naturfarbener Netzpython. Auch abartig tolle Farben. Also der Netzpython ist von Haus aus, hat ja eine wahnsinns geniale Zeichnung. Unter anderem achtet mal drauf, in der Modeindustrie, wenn man irgendwelche
egal, also ob echt oder fake, also hoffentlich Fake-Sachen. Wenn man irgendwelche Muster sieht in der Mode, irgendwelche Taschen, Schuhe, sonstiges, in 90% der Fälle ist immer dieses Netzpython-Muster, weil er einfach von allen Riesenschlangen die tollste Zeichnung, die tollste Färbung hat. Aber wie gesagt, das Ganze gibt es natürlich auch in diversen Farbformen mittlerweile. Es gibt rezessiv den Citrus Albino, wo wir gerade gesehen haben. Dann gibt es Lavender Albino, der dann eben, wie der Name schon sagt, mehr Lavenderfarben aussieht. Es gibt Pieballs mittlerweile, absolut hübsche, gigantische Farbmorph. Caramel Hammer, was habe ich noch vergessen? Gibt sicher noch einige, mir fallen sie gerade gar nicht ein. Ihr werdet sie alle schon gekannt oder gesehen haben. Wir blenden euch auch hier einige Farbmorphen ein als Foto. Dann gibt es kodominante Sachen. Ganz zum Einstieg haben wir den Tiger Retic gesehen. Das ist eine kodominante Farbmorph. Also die Superform ist dann der Super Tiger. Der wird dann längs gestreift. Dann gibt es Platinum. Genau, Platinum sind wir nochmal bei den kodominanten Sachen. Das Super Platinum ist dann ein weißes Tier. Sieht natürlich auch gigantisch aus. So wird in allen möglichen Farben gezüchtet, noch nicht so weit wie der Königspython, aber mittlerweile auch schon absolut beeindruckend schöne Tiere, was es da gibt. Abgesehen von den Farbmorphen ist im Moment dieses Dwarf bzw. Super Dwarf in aller Munde. Also es gibt Inselpopulationen, wo die Tiere deutlich kleiner bleiben. Also deutlich kleiner heißt auch nicht 1 bis 2 Meter, aber zumindest 2 bis 3 Meter. Mittlerweile auch als Unterart beschrieben, Procamerus reticulatus champeanus. Wie gesagt, als Inselpopulation in der Nähe von Sulawesi bleibt deutlich kleiner. Hier habe ich so ein Tier, der ist jetzt auch 1,5 bis 2-jährig, deutlich unter der Größe von einem normalen oder nominaten Tier. In dem Alter, ne, der wäre deutlich größer. Das hier ist dann noch eine Farbvariante dazu, also als Albino Tiger Dwarf in dem Fall. Ne. Das Tolle an dem Dwarf ist natürlich, dass es einfach die Tiere für die Terraristik einfacher macht. Ne. Also ein Tier mit 2-3 Meter kann ich wirklich gut in Terrarien halten, im Gegensatz zu den, wie gesagt, zu den Nominaden, richtig großen Prügeln. Und das ist wohl auch die Richtung, in der es im Moment geht. Man probiert diese Dwarf-Populationen in sämtliche anderen Farben reinzuzüchten. Um diese schönen Farben zu haben, steckt natürlich auch viel Zucht dahinter. Der Netzpython wird mittlerweile regelmäßig oder viel gezüchtet, er lässt sich auch gut züchten. Stimulieren tun wir die Tiere oder die Zuchtpärchen über eine Absenkung der Temperatur in den Wintermonaten. Ne? 6 bis 8 Wochen gehen wir in der Nacht 2 Grad runter, das stimuliert die Männchen, macht die Weibchen auch paarungswillig, paarungsbereit. Dann dauert es 3 bis 4 Monate, bis das Weibchen die Eier ablegt. Entsprechend der Größe der Tiere legen die auch oder haben die relativ große Gelege. Also es können zwischen 20 bis zu 60 Eier sein. Ne? Junges Weibchen, runde 20 Eier, richtig riesiges Weibchen, über 60, 70 Eier. Die Eier selber sind wirklich unheimlich groß, also mal mindestens eher größer wie meine Faust, richtig stattliche Python-Eier. Die Inkubationszeit, ich weiß nicht, ob es mit der Eiergröße zu tun hat oder wieso, weshalb, ist länger wie bei den meisten Pythons. Also bei 32 bis 33 Grad brauchen die ca. 70 bis 80 Tage, bis die hübschen kleinen Python-Schlänchen schlüpfen. Wie immer weise ich am Schluss gern auf gute Literatur hin. Leider beim Netzpython gibt es fast gar keine Bücher, beziehungsweise es gibt ein einziges, das ist hier der Netzpython vom Carsten Wöllner. Ich würde es als ganz okay bezeichnen. Der Carsten Wöllner ist bekannt in Deutschland als Netzpython-Züchter. Vorne drin bezeichnet er den Namen Procamerus als etwas sperrig. Das macht mir nicht gerade sympathischer, aber ich kann damit leben. Das Buch ist okay. Steht einiges drin über Netzpython, sind auch schöne Bilder drin. Schaut da rein oder holt euch das Buch. Leider gibt es wirklich nichts anderes. Wäre vielleicht mal eine tolle Sache, wenn ihr euch berufen fühlt. Schreibt ein tolles Netzpython-Buch.
Ansonsten sind wir am Ende der Folge. Bleibt mir treu, checkt meine Balls und checkt die hübschen Netzpythons. Das war Folge 99. Nächstes Mal kommt 100 und dann hören wir auf. Vielleicht. vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Sollen wir aufhören? Ja oder nein? Ihr dürft entscheiden. Schreibt uns Hashtag, also Hashtag ist da hier, RTV 100, ja oder nein? Wenn die Mehrheit nein schreibt, höre ich auf. Wenn die Mehrheit ja schreibt, mache ich weiter. Nur nebenbei, wo... Ich habe noch nicht. Was ein Stress. Bisschen Kampf mit dem Kollegen hier. Ja, übrigens, die Schlangentänzer. Die Schlangentänzerin, von der ich gerade erzählt habe, die hat sich am Telefon vorgestellt, ich bin die, wie hieß sie? Weiß der Herrgott, Barbara. Ich komme aus Bonn bei Köln. Und dann sage ich so, hä, wie Bonn bei Köln? Sie, ja, Bonn bei Köln. Dann sagt sie, ja, da frage ich, meinst du, damals war es sogar noch die Hauptstadt, da gab es noch kein Berlin. Da sage ich, meinst du unsere Hauptstadt Bonn? Sagt sie, ja. Dann sage ich, wieso sagst du Bonn bei Köln? Da sagt sie, ja, manche Leute kennen halt Bonn nicht so richtig, deswegen sage ich immer Bonn bei Köln. Also selbst auch die Naturfärbung vom Netz, was heißt selbst auch, nochmal, hey, Laber. Aber das Thema Zucht, die Stimulation, lauter und so. Ja. Die Frisur sitzt. Um die super schönen Farben. Lass erst dir Anita durch. Anita. Fahren an oder relativ schnell. Oh Mann, es geht. Anita.